Für den Patiententransfer von einem Bett auf die Trage werden folgende Medizinprodukte eingesetzt: Trage, Ziehtuch, Rutschbretter. Ein wertschätzender Umgang, eine persönliche Begrüßung und eine genaue Erklärung der folgenden Maßnahmen sind für eine Vertrauensbildung zwischen Sanitäter und Patienten wichtig. Mit möglichst wenig Kraftaufwand soll Hilfe beim Aufstehen, Umsetzen, Umlagern etc. angeboten werden. Viele Tätigkeiten könnte der Patient selbst durchführen. Er wird aber eventuell durch den Sanitäter in den Bewegungsabläufen eingeschränkt. Was der Patient eigenständig kann, soll von ihm auch eigenständig durchgeführt werden. Wie geht's Ihnen jetzt? Sehr gut. Wie war die Fahrt? Sehr angenehm. Waren Sie zufrieden mit dem Fahrweise? Ja. Ich schneide sie jetzt ab. Am Schluss schneide ich den Oberkörper ab. Okay. Und lege den Oberkörper hin, was ich vergessen sollte, den muss du nicht bitte. Ja? Okay, jetzt nicht erschrecken, der Oberkörper wird hinuntergefangen. Ja. Jetzt schneide ich dich ab. Und ich gebe jetzt den zweiten Teil an. Das Rutschbrett ist ein Brett mit einer sehr glatten Oberfläche, um den Reibungswiderstand zu minimieren und so ein problemloses Darübergleiten bzw. nach dem Transfer ein leichtes Entfernen zu ermöglichen. So, der Kollege nimmt jetzt die zwei Bretter in die Hand. Ich drehe sie jetzt auf meine Seite. Meist kommen zumindest zwei Bretter zum Einsatz. Dabei wird der Patient leicht zur Seite gedreht. Beide Enden des Rutschbretts müssen fest aufliegen. Den Patienten über die Rutschbretter gleiten lassen. Ein spezielles Ziehtuch kann diesen Vorgang erleichtern. Gut ist dies möglich, wenn der Patient Kleidung trägt. Niemals gegen die Schwerkraft arbeiten und auf die richtige Arbeitshöhe achten. Danach werden die Rutschbretter entfernt. Das Ziehtuch wird wie eine Unterlage unter den Patienten gebracht. Die Unterseite ist gummiert und dadurch kann ein Patient vom Bett auf die Trage gezogen werden. Die Produkte sind in den meisten Fällen Einmalprodukte.